doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich hoffe, spätestens jetzt kann ich euch diesen Tag versüßen. Es ist soweit. Es ist Samstag, 12 Uhr. Und an einem Samstag, 12 Uhr, macht man nichts anderes, als ins Stadion zu gehen. Bundesliga! Der 1. FC Nürnberg spielt gegen HSV. Und ich bin sehr gespannt, weil ich mal wieder ins Stadion gehe. Das Wetter passt. Eigentlich perfektes Fußballwetter. Seht ihr, wie die Sonne mich küsst? Deswegen wünsche ich euch viel, viel Spaß. Lasst gerne ein Like da. Kommentiert das ganze Video, würde mich auch sehr freuen. Abonniert diesen Kanal. Ich weiß nicht, ob wir die 600.000 noch dieses Jahr schaffen. Mal schauen. Mich würde es freuen. Und in diesem Sinne sehen wir uns im Auto. Aber wir sind anders. Nein, du weißt nicht, wie ich bin. Wir fahren teure Autos, aber wissen nicht, wohin. Ich weiß nicht, ob das jemand fühlt, aber die Spielzeit, 13 Uhr, die ist es nicht. Für alle Zweitliga-Fans, 13 Uhr ist so eine richtige Kackzeit. Bundesliga 15.30 Uhr ist immer so perfekt in meinen Augen, wo ich noch in der dritten Liga gespielt habe. Da war es um 14 Uhr. War auch voll angenehm, war super. Aber 13 Uhr ist für mich eine Anstoßzeit, die ist es nicht. Die ist es wirklich nicht. Lass es mich mal wissen, weil 13 Uhr ist so, da isst du gerade Mittag, glaube ich. Weil ich einen absoluten HSV-Ultra kenne. Er ist ja ein Mega-Fan, kommt aus der Stadt und ist auch ziemlich bekannt. Niemand anderes als, moin, Trimax hier. Moin Leute, Trimax hier. Wir gehen heute wieder in COC rein. Ich habe mega Bock. Wir sind Platz 2 gerade in den Gruppencharts. Und ja, wir wollen die Nummer 1 sein. Ich habe mega Bock, freue mich. Bin auch schon mega gespannt. Kommt vorbei. Niemand anderes ist so ein HSV-Fan wie dieser Mann. Alle HSV-Fans kotzen gerade so im Strahl. Aber ich probiere ihn mal anzurufen, um ihn zu fragen, ob er denn nicht heute im Stadion ist. Letztes Spiel im Jahr 2023, da muss doch so ein HSV-Fan im Stadion sein. Hallo? Yo, moin, Trimax, Willi hier. Hey, was geht? Bist du auch gerade da? Wo denn? Im Stadion? Wer denn? Wer spielt denn heute? Es Hamburg! Ist... Ja, moin, Hamburg, gegen. Du bist denn heute im Stadion? Gegen wen spielt HSV? Du bist HSV-Ultra und weißt nicht, gegen wen HSV spielt? Natürlich. Gegen? Nürnberg. Yes, ganz kurz in den Chat geschaut, ne? Chef Strobel hat mir vorgesagt. Ah, schöne Grüße. Ganz kurz, ich will nicht lang stören. Ich brauche einen Ergebnistipp von dir. Weil du bist ja da, du hast ja so ein gewisses Feingefühl, hast ja einen eigenen Verein, bist auch aktiver Fan. Was sagst du? Welcher Platz ist Nürnberg? Nürnberg ist unter Hamburg. Ja, Hamburg ist ja auch auf der 3 gerade. Nee, krass. Hamburg. Delegation. Hamburg ist gerade auf der 4, mein Bester. Komm. Ja. Ein Spiel weniger. Ja, okay. Nee, aber wirklich, also der Klatzl ist gefährlich. Das ist ein Wunder, dass er noch nicht in der ersten Liga spielt. Ja, also... Da müsst ihr echt aufpassen. Sag da mal deinen Kollegen, hinten, Klatzl, der wird jedes Jahr Torschützenkönig. Der macht Dinger von überall. Hab ich auf dem Schirm. Also so ein Expertentipp auch noch nebenbei ist geil. Ergebnistipp noch? Ergebnistipp? Boah, ich glaube, es ist jetzt... Boah, Hamburg hat gegen Hertha ja so komisch verkackt im Pokal. Ja. Das gibt denen einen Boost und kein Down. Die spielen jetzt richtig einen auf. Also was HSV macht heute, du wirst sagen, okay, ich habe die Mannschaft jetzt live gesehen, die steigen 100% auf. Ich sag 3-0 HSV. Ja, 3-0, dreimal Glatze. Ja, nee, also das nicht unbedingt, aber der wird schon an 2 Toren beteiligt sein. Eine Vorlage, ein Tor Glatze. Und noch letzte Frage, weil dann bin ich komplett zufrieden. Sag mir mal noch 3 weitere HSV-Spieler. Oh, Bro, 3! Ja? Ich guck nicht in Chat. Ich guck wirklich nicht in Chat. So, wir haben hinten euer Fernandes. Dann haben wir Schonlau. Mhm, Capitano. Muheim, super. Ja. Dompey, heißt der nicht. Doch, so ungefähr. Dann haben wir Jatta und Glatzel. Kittel ist leider weg.
Königsdörfer kommt immer rein als Joker, hat aber leider den Elfer verschossen, leider gegen Hertha. Ja, leider. Der ist super. Und dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsspieler noch, Benesch und Terranay. Terai heißt er. Terai. Ja, ja, ja. Und das sind schon deutlich mehr, als du dachtest, oder? Ja, ich bin positiv überrascht und ich bin auch sehr dankbar, dass du rangegangen bist, wenn ich anrufe. Geil. Ey, danke Max, ne? Wir machen es besser. Ey, du bist heute im Stadion drin? Na, mal schauen, ob ich im Stadion bin. Okay. Na gut. Crazy, dann, Alter. Dann aus Nürnberg, Servus und nach Hamburg, Moin! Moin, Trimax, ne? Wieso, was für eine Begrüßung? Wir kommen doch gerade zum Ende des Gesprächs. Ja, aber wie sagt man denn in Hamburg Tschüss? Weiß ich nicht, tschö? Trimax! Tschö, ne? Hau rein, tschö! Ja, an alle HSV-Fans. Der Mann kann dran beteiligt sein, dass ihr weiterhin in der zweiten Liga bleibt. Und das ist kein Spaß. Der Mann kann dran beteiligt sein, dass es am Ende heißt, 7 Jahre zweite Liga. In diesem Sinne, ihr habt es gesehen, unglaubliche Einschätzung. Wir sind kurz vor knapp. Ich bin ein bisschen dran schuld. Der Verkehr ist ein bisschen dran schuld, aber ich freue mich auf das Spiel. Top-Spiel meiner Meinung nach in der Bundesliga. 1. FC Nürnberg gegen HSV, der aktuelle Tabellenvierte. Ihr kriegt auch hier nochmal gerne die Tabelle eingeblendet. Und als nächstes würde ich sagen, sehen wir uns im schönen Stadion. In diesem Sinne, fertig, servus, Freunde. Falls der Luis das sieht, schöne Grüße für Luis von Willi. So. Leise. Entweder hat das Spiel noch nicht begonnen, aber ja, ich höre das Stadion gar nicht. Oh, die Fans sind so leise, weil sie demonstrieren. Ich bin kein Experte, aber ich weiß, dass es da draußen viele Experten gibt. Deswegen erzählt mir mal gerne, warum die Fans alle so leise sind. Ich sehe, wir werden kein Teil eures Deals sein. Scheiß. Punkt, 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 Punkt. Sind das Tennisbälle? Die Fans in der Nordkurve, bitte unterlasst sofort das Werfen von Gegenständen. Vielen Dank. Also offener Schlagabtausch. Also ich glaube, beide hätten jetzt schon ein Tor machen können nach 20 Minuten. Ihr seht gerade, Verletzungspause, natürlich
wünsche ich das niemandem. Und jetzt kommt auch das große Aber, falls es einen Torwartwechsel gibt. Die Verpackung kann ich mir geben. Falls es einen Torwartwechsel gibt, würde es mich sehr, sehr freuen für den Torhüter, der nämlich auf der Bank ist. Jan ist ein überragender Torhüter und ist nur eine Frage der Zeit, bis der die Nummer 1 ist. Ich habe es dir gesagt. Bei meiner Hertha steht es 0-0 zur Halbzeit. Leider noch eine torlose Partie. Ich bin aber positiv gestimmt, dass hier noch was passiert, dass wir das holen. Ja, wir schalten wieder zurück zu Willi nach Nürnberg. Let's go. Sydney, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es ist gesund und munter. Kurzes Feedback zur ersten Halbzeit. Ich glaube, man sieht es im Video. Geiles Spiel, geile Werbung für die zweite Bundesliga. Das Einzige, was fehlt, sind Tore. Und am Ende ist Fußball ein Ergebnissport und mit 0-0 haben wir alle Zeit verschwendet. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt jetzt die zweite Halbzeit. Nochmal zur Wiederholung, was hier gerade passiert ist. Und knallt den rein. Also macht er wirklich gut, leider. Clash of Clans, kein falscher Ehrgeiz, Freunde. Also, wenn ihr mal einen Dorfkrieg wollt, kommt in die Gruppe. Das war der Stadionvlog. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Meiner Meinung nach, geiles Spiel, super Chancen, Stimmung war cool. Das Ganze war mir eine Ehre und ich hoffe, euch hat es gefallen. Für die Leute, die nicht im Stadion waren oder die das Spiel verpasst haben, gerne, kein Problem. Wir sehen uns das nächste Mal.
Lasst gerne ein Like da, kommentiert dieses Video und bei 10.000 Likes werden wir ein Trikot verlosen. Trikot verlosen bei 10.000 Likes. In diesem Sinne würde ich mich jetzt verabschieden und es geht. Nice guy, so high school musical American Pie.